Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es im Adventskalender-Kästchen-Türchen eine tolle Geschichte von Rudolf Herfurtner. Die heißt Alfa Eseto. Ein Notenwart fällt vom Himmel. Tja, der Eusebius, der fiel vom Himmel. Der war einfach viel zu schnell losgeflogen. Aber er hatte auch echt ein riesengroßes Problem. Er hatte die Noten verloren und der Himmelschor, der war einfach ohne Noten losgeflogen. Unfassbar! Und es war doch die wichtigste Nacht, die man sich überhaupt vorstellen kann. Der Eusebius, der hat den Fehler gemacht. Oh! Also Eusebius ist ein sehr, sehr alter Engel im Himmel. Merkt man schon ein bisschen an seinem Namen. Und er hat früher wunderschön gesungen. Aber je älter er wurde, desto mehr hat er beim Singen ja gekrächzt. Und dann konnte er einfach nicht mehr im Engelschor mitsingen. Aber weil er diesen Engelschor so sehr geliebt hat, hat er sich um den Notenwart beworben. Das ist jemand, der den Engeln die Noten bringt und sie wieder einsammelt, je nachdem, was sie brauchen. Das war eine tolle Aufgabe, weil er bei seinem geliebten Chor einfach dabei sein konnte. Also der Eusebius, der hat auch so ein Ding wie ich auf der Nase, eine Brille. Und wenn er die vergisst, dann passieren die schlimmsten Sachen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dieses Mal hatte der die irgendwie so auf seinen Kopf gesetzt. Und er sollte eigentlich ein ganz neu komponiertes Lied dem Himmelschor mitgeben. Der war extra für diese wichtige Nacht komponiert worden. Denn, das wisst ihr ja vielleicht, was an Weihnachten ist. Und um das Kind zu beschützen, weil da waren irgendwelche komischen Dämonen unterwegs, da sollte der Himmelschor das Lied singen, damit dem Kind ja nichts passieren kann. Aber der Eusebius hat seine Brille vergessen und weil er den Engel ja noch Vesperbrote einpacken wollte, da hat er das Notenpapier mit dem Butterbrotpapier verwechselt. Und das sind die Notenmappen eingepackt und die Engel, die waren also jetzt mit Butterbrotpapier unterwegs zur Krippe und oh je, also das war ein riesengroßer, schlimmer Fehler. Eusebius ist losgerast und ja, da hat er wohl vergessen, dass er fliegen kann und über die Himmelswolken hinaus, rums, runtergefallen, die ganze Nacht entlang. Ja. Da unten, da war in der Zwischenzeit aber schon ein Mädchen unterwegs, das heißt Miriam. Und die war ehrlich auch richtig sauer, weil die Miriam, die wollte eigentlich mit zum Schafehüten gehen, aber ihre Brüder haben sie einfach zu Hause gelassen. Unfassbar. Nur weil sie ein Mädchen ist, darf sie nicht mit zum Schafehüten. Aber den zeigt ihr das jetzt. Die läuft jetzt hier los, ja, und dann können die gucken. Die findet die und dann hilft die auch beim Schafehüten, weil niemand kann so toll Flöte spielen wie sie, ja, und die kann alle die Signaltöne spielen. Kabum! Was war das? Plötzlich, da ist ein alter Mann ist da runtergefallen. Hallo! Hallo! Lebst du noch? Oder bist du tot? Hallo? Brummelt der Eusebius. Hallo, wer bist denn du? Was willst du von mir? Ich weiß gar nicht, wo es hier hingehen soll. Ja, hallo, du bist jetzt gerade von meinen Füßen gefallen. Was machst du? Oh, so eine schreckliche Nacht. Ich habe so einen großen Fehler gemacht und jetzt habe ich beim Runterfliegen auch noch die Notenblätter verloren. Meinst du sowas wie das hier? Miriam hebt aus dem Schlamm so ein Blatt auf und zeigt ihm. Eusebius fängt schon an zu strahlen und klappt er die Noten in die Hand, nimmt das Blatt in die Hand und sieht dann, man kann gar nichts mehr erkennen. Der Sturm und der Regen, der hat die ganze Tinte weggemacht. Oh, der Eusebius ist ganz traurig. Ja, was soll er denn da jetzt machen? Miriam versucht ihm zu helfen. Die nimmt ihre Flöte, spielt so ein paar Töne und der Eusebius, der hört zu und Was ist denn da los? Ta, ta, ta. So ähnlich ging das doch irgendwie. Ta, ta. Oh, mir fällt es einfach nicht ein. Wie ging denn das Lied nochmal? Und plötzlich kommt ein riesengroßer Sturm auf. Und die beiden werden wie durcheinander gewirbelt. Und die Miriam, die kriegt richtig Angst und nimmt ihre Flöte und spielt irgendwas. Und Eusebius, der fängt an zu singen. Ah! Fängt er an zu singen und das, die schaffen das, dass die Dämonen da wieder weg sind mit ihrem Sturm. Irgendwann fragt die Miriam den Eusebius,
Wo willst du eigentlich überhaupt hin? Ja, ich will nach Bethlehem, aber ich weiß nicht, wo es da hingeht. Und Miriam, ist doch ganz einfach. Ich wohne da. Komm, ich zeig dir, wo es hingeht. Die zwei laufen also jetzt gemütlich los und die kleine Hand von der Miriam greift in die Hand von Eusebius, weil jetzt war sie zwar schon so ein bisschen mutig, aber es ist schon dunkel und sie hat auch Angst. Und von weitem kann man da schon den Stall schimmern sehen. Da ist ja, sagt Miriam, guck mal, wie es da leuchtet. Bestimmt müssen wir da hin. Und der Eusebius, ja, das stimmt schon, aber es leuchtet nicht so schön, wie das eigentlich sein sollte. Also die beiden rasen los Richtung Stall, kommen an. Und das sind schon ein paar ziemlich wütende Engel, ehrlich gesagt. Die haben nämlich bemerkt, dass das Butterbrotpapier schon kein Notenpapier. Und der Eusebius kommt an und ist schon ganz geduckt. Ja, hallo. Und die Engel erkennen ihn und rufen so, ja, da ist schon der Eusebius, der hat jetzt bestimmt die Noten dabei. Und andere sagen, boah, Quatsch, der kriegt doch nie was hin, der verbummelt immer alles. Ja, und Eusebius muss dann zugeben, dass er die Noten nicht dabei hat. Und von außen kommen schon die Dämonen und die wilde Jagd und die Wetterhexe und an dem ganzen Stall rüttelt's überall. Und um die Miriam rüttelt am Eusebius und sagt, Eusebius, jetzt denk nach, du hast schon früher so toll gesungen, jetzt komm, wie geht das Lied? Und Eusebius sitzt ganz verzweifelt im Stall. Alpha is it O in dulcio. Miriam nimmt dann also ihre Flöte und fängt langsam an zu spielen. Da, da, die. Der Eusebius, der hört die Töne und dann geht's los. In dulci jubilo, nun singet und seid froh. Der Eusebius schafft es zusammen mit der Miriam, das tolle Lied wieder rauszufinden und dann mit dem ganzen Engelschor zu singen. Und dann die ganze Musik breitet sich im Stall aus. Der Chor singt so wunderschön. Unfassbar. Und damit beschützen sie das kleine Baby in der Krippe. Und alles ist wieder gut. So was Tolles kann Musik erreichen. Schaut mal, war das super. Und jetzt wisst ihr, was ich jetzt gern von euch hätte? Dass ihr mir ein Bild malt, wie ihr euch den Engelschor in der Krippe vorstellt, wie die ganz wunderschön singen. Und unter den tollsten Bildern verlose ich dann dieses wunderschöne Erzählbuch zu der Geschichte von Alpha Isetu. Da könnt ihr noch viel mehr entdecken als alles, was ich gerade erzählt habe. Vielleicht wünscht ihr euch, dass die Mama euch das vorliest. Vielleicht wollt ihr es auch selber lesen oder in der Klasse. Damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich freue mich auf eure Bilder auf info@ellen-strauss-wallisch.de. Ein Sendeschluss ist am 15. Dezember. Also, bis bald. Tschüss miteinander.